Hallo. Wie der geneigte Beobachter meines Kanals wahrscheinlich mitbekommen hat, habe ich schon bereits vor 2 Tagen, also am Sonntag, einen Upload gemacht zu dem Thema. Diesen allerdings heute wieder gelöscht, da ich eine Gleichrichterröhre vergessen habe und diese jetzt nachträglich hinzugefügt habe. Es geht heute unter anderem um Klimmgleichrichterröhren, sowie Klimmröhren, also Klimmanzeigeröhren, speziell für Anzeigezwecken und für Dekorationszwecken. Wir fangen an bei Einweg-Klimmgleichrichterröhren, nämlich der hier gezeigten von Osram als E27 Glühbirnenform mit Bienenkorbkathode. Der geht es genau nicht. Und die Klimmgleichrichterröhre von Hydra bzw. AEG. Wir haben einige Zweiweg-Gleichrichterröhren, unter anderem die 0Z4 von RCA bzw. als umgesockelte Variante von Westinghouse und die deutsche RGN 1500 von Telefunken, die nicht von Telefunken entwickelt wurde, sondern von Raytheon und nur von Telefunken lizenziert wurde. Und mit der Röhre fangen wir jetzt auch direkt mal an. Klimmgleichrichterröhren waren in den 20er Jahren sehr beliebt, haben sich aber leider nicht im großen Stil durchgesetzt, nur für speziellere Anwendungen. Das Prinzip von einer Klimmgleichrichterröhre ist, dass, wie der Name schon sagt, über eine Klimmentladung der Strom gleichgerichtet wird und das wird dadurch erreicht, dass die Elektroden asymmetrisch angeordnet sind. Das hier ist ein Schnitt durch eine RGN 1500 aus der Funkschau im April 1929. Und zwar die Kathode hat eine wesentlich größere Oberfläche als die beiden Anoden. Und durch diese Asymmetrie wird sichergestellt, dass halt die Kathode eher zündet als die Anode, weil das Problem ist, die Röhre agiert natürlich bei Gleichrichtung in beiden Stromrichtungen, also sowohl von der Kathode zur Anode als auch von der Anode zur Kathode. Der Stromfluss in Sperrrichtung ist aber wesentlich kleiner als der Stromfluss in der Durchlassrichtung und am Siebkondensator mittelt sich beides raus. Und das hat aber technisch auch andere Nachteile, wie zum Beispiel, dass natürlich die Röhre muss für einen höheren Strom entsprechend groß sein, was natürlich irgendwie unhandlich wird. Und es hat sich nur durchgesetzt mit der amerikanischen 0Z4, die für Autoradios konzipiert wurde, im Zusammenspiel mit einer CHK-Patrone. In der realen Welt wurde die RGN 1500 in ein paar Radios eingebaut, aber halt auch nicht lange, weil halt wie gesagt die praktischen Vorteile vom Klimmgleichrichter die Nachteile leider nicht überwunden haben. Die RGN 1500 kann ich leider nicht in Betrieb zeigen, weil das ist eine der wenigen Röhren, die komplett ausgelutscht sind, also die Röhre zündet nicht mehr. Es gäbe auch optisch relativ wenig zu sehen, weil die Klimmentladung ist innerhalb des Hütchens. Der Hut hier ist wie gesagt die große Kathode. Die Anoden sind nur zwei kleine Stifte, die in diesen Keramikisolatoren untergebracht sind. Wie hier auf der Schnittzeichnung zu sehen, das sind die Anoden, die beiden. Das ist eine Zweiweg-Gleichrichterröhre. Und das hier ist das große Hütchen. Das ist eine Seitenansicht der Röhre. Man sieht, die beiden Teile sind zusammengeklemmt. Die Keramik ist auf zwei
Glashalterungen am Quetschfuß angebracht. Das ist gerade von der anderen Seite. Hier ist auch schön zu sehen die Durchführung der Anschlüsse sowie der Pumpstutzen. Die RGN 1500 ist mit einem Edelgasmischung gefüllt, wahrscheinlich Helium und Neon. Das ist nochmal ein Detail vom Pumpstutzen. Das hier sind die Anoden. Also das heißt die Keramikhalterung der Anode. Und so sieht das Ganze von unten aus. Und das ist das Hütchen von oben. Und noch mal ein bisschen schräg von unten. Und wie gesagt, von der Klimmentladung während des Betriebs ist nur hier in dem Spalt ein ganz kleines Bild zu sehen und auch nur, wenn man genau reinguckt. Und bei guter Verdunklung. Also optisch macht sie weniger her. Und meine, wie gesagt, ist defekt, sie zündet nicht. Insofern habe ich aber ein paar andere schönere Röhren. Die Röhren, die ich beim ersten Video vergessen habe, war die amerikanische 0Z4. Sie ist eingebaut im Oktalsockel. Guck mal, hier auch dann die Belegung anzeigen. Die Anoden sind auf Stift 3 und Stift 5. Und die Kathode ist Stift Nummer 8. Es gibt keine Heizung, weil es ist eine Klimmgleichrichterröhre. Deshalb auch bei der amerikanischen Bezeichnung startet mit 0, nämlich für 0 Volt Heizspannung. Wie viele amerikanische Röhren aus der Zeit hat sie halt ein Pseudo-Metall-Käppi aus Aluminium und man sieht somit nicht die Entladung des Systems selbst. Meine Variante ist von RCA. Ich habe eine zweite Röhre von Westinghouse. Diese ist allerdings umgesockelt worden auf einen achtpoligen Außenkontaktsockel. Der wird gleich getestet, wie die Belegung ist. Ansonsten ist es die 0Z4A und das A steht beim amerikanischen Röhrensystem für die erste, was sie gerade scheppert, ist eine vorbeifahrende Tram. Das A steht für die erste Revision und wurde wie gesagt produziert von Westinghouse. Bei den Einweg-Gleichrichterröhren gibt es die Tatütata, aber auch Tatütata. Gibt es eine Variante von Osram? Wurde auch produziert von DGL, aber mit unterschiedlichen Anschlüssen, nämlich Anode und Kathode wurden vertauscht und aus dem Grund wurde ein großflächiger Aufkleber draufgepappt, der nochmal festgestellt hat, wo die Belegung ist bei der DGL-Variante und bei der Osram-Variante. Ich habe die Osram-Variante. Die ist mit dem E27-Sockel ausgestattet.
und ist gefüllt mit Edelgas. Wahrscheinlich auch eine Helium-Neon-Mischung und zusätzlich mit Quecksilberdampf. Man sieht hier die Quecksilberkügelchen, die im Glaskolben angeheftet sind, und hier unten eine kleine Quecksilberperle. Die Kathode ist als Bienenkorb ausgelegt und die Anode ist graphitisiert. Wie gesagt, bei Glimm-Gleichrichterröhren ist die Größenverhältnis, also die Oberfläche zwischen Anode und Kathode, asymmetrisch und die Kathode ist immer größer als die Anode. Das ist eine Detailaufnahme des Bienenkorbs und der Anode. Und dieser beschissene Bappal, wie gesagt, der das Ganze schwierig gemacht hat zu fotografieren. Das Ganze ist ein bisschen von oben. Die Röhren werden gleich in Betrieb gezeigt. Die Röhre ist für 220 Volt geeignet bei 0,08 Ampere, also 80 Milliampere. Und so sieht die Röhre im Betrieb aus. Und hier sieht man jetzt auch die Quecksilberfüllung, der leicht bläuliche Schein um die Leuchtentladung des Edelgases, das ist das Quecksilber, das ist die typische Ionisationsfarbe von Quecksilber, das Dunkelblau. Und das Quecksilber dient in diesem Fall als Ionisationshilfe. Das Ganze von oben. Hier ist der Schein ein bisschen besser zu sehen vom Quecksilber. Die zweite Röhre ist eine Glimm-Gleichrichterröhre von Hydra oder produziert von AEG. Ich habe keine wirklichen Unterlagen gefunden. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Sie ist ausgelegt für 210 Volt bis 240 Volt und kann maximal 0,2 Ampere Strom liefern. Und wie man sieht, die Röhre ist schon ein dickes Ding und ist auch sehr schwer. Auch mit E27-Sockel, der eine Arretierung hat, um ein Rausschrauben, also selbstständiges Rausschrauben der Röhre zu verhindern. Um die Röhre abschrauben zu können, muss man an der Fassung eine Arretierung lösen. Und auffällig ist natürlich wie bei allen Glimm-Gleichrichterröhren die relativ große Kathode. Das ist eine Sicht jetzt ins System. Und der kleine Knubbel hier ist die Anode, ebenfalls graphitisiert. Und der Rest ist die Kathode. Das ist nochmal eine Detailaufnahme des Sockels mit der Riffelung für die Arretierung. Das ist eine Detailaufnahme der Anode, sofern es halt durch das Glas möglich war,
weil das Glas ist leicht uneben und es macht halt scharfe Bilder ein bisschen schwierig. Das ist die Röhre im Betrieb. Wie bei allen Klimmgleichrichterröhren ist die Leuchterscheinung auf der Kathode. Und je mehr die Röhre in die Sättigung geht, also sprich, je mehr Strom gezogen wird, umso mehr der Oberfläche der Kathode ist mit der Klimmentladung überfüllt, also belegt. Und wenn die Röhre eine Aussteuerung ist, also komplett, ist die Anode, die Kathode komplett mit der Leuchtschicht belegt und somit ist die Röhre zu und kann nicht mehr Strom liefern. Die Bilder wurden aufgezeichnet bei 220 Volt und 20 Milliampere. Also die Röhre war damit ungefähr 10% belastet. Da, wie gesagt, ja der Strom in beide Richtungen fließt, also auch in Sperrrichtung, leuchtet auch die Anode etwas, weil natürlich während des 50 Hertz-Durchlaufs natürlich auch kurzzeitig die Polarität tauscht und somit auch dann die Anode leitend wird und somit Strom fließt, also Strom in Sperrrichtung, der halt am Ladekondensator dann ausgemittelt wird. Deshalb sieht man an der Anode ebenfalls eine leichte Leuchterscheinung. Im Idealzustand sollte natürlich die Anode nicht leuchten, aber das ist bei Klimmgleichrichterröhren nicht möglich. Deshalb gibt es halt nur Spezialanwendungen für diese Röhre, weil halt die Nachteile überwiegen die Vorteile. So, und als letztes werden noch einige Klimmlampen gezeigt für Anzeigezwecken, sowohl für technische Anzeigenzwecken als auch für dekorative Anzeigezwecken. Unter anderem so bekannte Röhren wie zum Beispiel das Porträt von Ayatollah Khomeini. Ein Freund von mir sagte, Zitat, Bad brennt, Zitat Ende. Aber die werden gleich auch im Detail im Video gezeigt. Und wie immer auf der Webseite sind natürlich alle Bilder enthalten in der Videobeschreibung und können dann in Ruhe angeschaut werden. Es gibt einiges zu sehen, bisschen skurril teilweise. Gut, humpelt gerade die nächste Tram vorbei. Dann machen wir weiter am Neuberger. Dienstagabend 20:56 Uhr am 12.09. Wir starten mit den Klimmgleichrichterröhren und zwar der amerikanischen 0Z4. Sowohl einmal von RCA und von Westinghouse, das ist die 0Z4A. Und die Westinghouse-Variante wurde auf einen achtpoligen Außenkontaktsockel umgesockelt. Da ist doch die Belegung unbekannt, das heißt, die müssen wir ermitteln oder ausprobieren, besser gesagt. Aber die wichtigste Frage ist, ob diese beiden Röhren überhaupt noch eine Emission haben und wenn ja, wie hoch diese ist. Da diese Röhren in der amerikanischen Pseudo-Metallröhren-Variante ist, also mit Aluminiumhütchen, ist die optische Sicht jetzt relativ schwach, weil es gibt nichts zu sehen. Dafür gibt es aber gleich die anderen Gleichrichterröhren, die ein bisschen mehr fürs Auge bieten. Das ist jetzt hier noch eine Just for Info.
und Prüfungssession. So, ich habe das Ampermeter eingeschaltet. Die Röhre wird beschaltet wie fast alle amerikanischen Gleichrichterröhren. Anoden sind auf Stift Nummer 3 und Stift Nummer 5. Die Kathode ist Stift Nummer 8. Da es sich hier um eine Klimmgleichrichterröhre handelt, gibt es keine Heizung. Ich brauche den Messmodus G wie Gleichrichterröhre und ich brauche 5 Kilo Ohm Lastwiderstand. Laut der Messkarte von Neuberger wird mit 300 Volt Spannung geprüft im Rechtsanschlag. Gut, und dann gucken wir mal, was die Röhre noch bringt. Wenig. Sie sollte 45 mA liefern bei diesem Setup, aber liefert noch knapp 5,5 mA auf der ersten Anode. Auf der zweiten Anode ist der fast selbe Wert. Das ist ein Zehntel mA weniger oder mehr. Insofern soll haben 45, hat knapp 5,5, insofern kann man sagen, die Röhre ist ausgelutscht. Oder wie ein Fußballtrainer sagen würde, schwach wie Flasche leer. Und schauen wir mal, ob wir bei der anderen Variante mehr Glück haben. Wobei jetzt hier erstmal die Stiftbelegung ermittelt werden muss. Da es sich hierbei um eine Außenkontaktröhre handelt, würde ich jetzt mal sagen, dass der Umtopfer die Stiftbelegung von der AZ1 gewählt hat. Das wäre Stift Nummer 3 und Stift Nummer 6 für die beiden Anoden. Die Kathode wäre jetzt einer der zwei Heizpins. Das wäre Stift Nummer 1 oder Stift Nummer 8. Ich lasse jetzt mal die Stift Nummer 8 stecken. Die Beschaltung des Lastwiderstandes bleibt natürlich gleich. Schauen wir mal, ob die Röhre jetzt hier mehr Leistung bringt. Sie bringt gar nichts. Das heißt, die Kathode ist falsch. Gehen wir mal auf Stift 1. Und sie liefert 56 mA auf dem ersten System. 57 auf dem zweiten. Also damit würde ich sagen, die Röhre ist noch im sehr guten Bereich. Soll liefern 45 mA. Jo, die Röhre geht. Neuenberger ist meiner Meinung. Also durch das Umtopfen ist jetzt die Stiftbelegung, Pin 1 ist die Kathode, Stift 3 und 6 sind die beiden Anoden. Die Anoden sind identisch, wie gesagt, mit der AZ1 und AZ4. Und Heizung wäre Stift 1 und 8. Da es aber eine Klimmgleichrichterröhre ist, ist nur die 1 belegt für die Kathode. Gut, das waren die beiden Amis. Und jetzt machen wir weiter mit den anderen Gleichrichterröhren. Die haben jetzt auch eine etwas bisschen mehr fürs Auge. Und bis gleich. Sonntagnachmittag 16:42 Uhr am 10.09.
Und wir beginnen mit der Vorstellung der Klimmgleichrichter bzw. der Anzeigeröhren bzw. Anzeigeklimmlampen. Und das sind die angedrohten Röhren. Wir haben, wie gesagt, die beiden Klimmgleichrichter, einmal von wahrscheinlich AEG, einmal von Osram. Wir haben einige Bienenkorb-Klimmlampen zur Anzeige, eine Signalanzeige von DGL. Wir haben zwei Führer und diverse religiöse Symbole. Die Vorstellung ist ohne Wertung und ohne Reihenfolge. Was soll ich jetzt groß sagen? Ich nutze den Neuberger diesmal als Spannungsquelle, als variable Spannungsquelle. Ich versuche, alle Klimmlampen mit Gleichspannungen zu betreiben, um jetzt das nervige Flimmern in der Kamera zu vermeiden. Die Konfiguration vom Neuberger ist eigentlich fast wie immer. Im Messbereich V wie Verstärkerröhre, XX. Der Lastwiderstand für die Röhre schalte ich in die Kathodenleitung. Der wird extern beschaltet. Ich brauche aber trotzdem eine Anode und eine Kathode. Und ich brauche jetzt einen Spezialsockel, nämlich eine Edison-Fassung, eine E27. Außen ist Tatütata. Ich brauche das Ampermeter, wobei das ist nur just for info. Und das war es eigentlich schon. Und natürlich den besagten Lastwiderstand. Dafür trenne ich die Kathodenleitung auf mit Hilfe der Kurzschlussstecker und schleife einen 4,7 Kilo Ohm Lastwiderstand ein. Weil Klimmröhren dürfen nicht direkt betrieben werden. Also es muss immer einen Widerstand geben, der den Strom begrenzt. Weil ionisierte Gase haben einen Widerstand fast gegen Null. Insofern ist natürlich der Stromfluss fast gegen unendlich. Was in der Praxis heißt, dass die Röhre ihren IOL hat, und zwar schlagartig. So, dann genug gelabert. Fangen wir mal an. Wir fangen an mit den Gleichrichterröhren. Und da ich jetzt drei Hände brauche, werde ich die Kamera mal kurz... Das war gerade die Klingel. Mach mal eine kurze Pause. Einmal ein YouTube-Video ohne Störungen. So, der Nachbar mit seinem Paket ist bedient, ich bin auch bedient und wie schon angekündigt, ich muss die Kamera kurz parken, um die Röhre einschrauben zu können. Es gibt keine technischen Daten außer einen Kurzhinweis auf der Röhre selbst und zwar 220 Volt bei 0,08 Ampere. Ich gehe mal davon aus, dass das der maximale Strom ist, also 80 mA. Man sieht, wie gesagt, in der Röhre die Quecksilberkügelchen. In der Mitte ist die Graphitanode und außenrum ist natürlich der namensgebende Bienenkorb, in diesem Fall als Kathode.
So, alles ist auf 0. Da es jetzt hier keinen Kurzschluss geben kann, außer ich mache ihn, kann ich jetzt hier direkt den Drehschalter auf den Messbereich umschalten, den Neubagger einschalten. Wie gesagt, in der Kathode liegt der 4,7 Kiloohm Widerstand und ich erhöhe jetzt mal die Spannung in den 50 Volt Bereich, 100 Volt Bereich, 150 Volt und die Röhre zündet natürlich noch nicht. Jetzt bin ich im 200 Volt Bereich und die Röhre hat gezündet, aber falsch. Das heißt, die Anode und Kathode ist vertauscht. Das heißt, ich muss jetzt hier entsprechend Anode, Kathode vertauschen und bin jetzt im 200 Volt Bereich und die Röhre hat gezündet und glüht. Ich stelle jetzt mal 220 Volt ein. Ich bin in der 250 Volt Skala, also die oberste. Es fließen jetzt 19,4 Milliampere und die Röhre glüht. Nutzen wir mal die Gelegenheit für die Nachtaufnahme. Mit Hilfslicht. Ich habe schon hier den Hintergrund ein bisschen präpariert, dass es ein einfarbiger Hintergrund ist. Die Röhre ist in der Realität nicht ganz so hell. Das, was man jetzt sieht, entspricht ungefähr dem realen Farbbild. Und man sieht auch die Ionisationsspuren des Quecksilbers, nämlich das bläuliche Leuchten. Wenn ich jetzt das blaue Hilfslicht ausschalte, sieht man das blaue Leuchten etwas besser. Und das kommt, wie gesagt, vom Quecksilber. Die Edelgasfüllung müsste Helium-Neon sein. Die Röhre wird warm. Irgendein Scherzkeks, der diesen Bappal drauf gemacht hat, scheint das nicht beachtet zu haben oder daran gedacht zu haben. Es fängt nämlich jetzt an zu riechen. Es riecht eindeutig nach warmem Papier und irgendeinen zweifelhaften Knochenkneber. Gut, also wie gesagt, die Waben-Gleichrichter-Bienenkorb-Gleichrichterröhre, Klimm-Gleichrichterröhre funktioniert. Dann machen wir mal mit der AEG-Variante weiter. Die Röhre klimmt immer noch.
Ich weiß nicht, wie die Löschspannung ist. Ich tippe mal so irgendwas auf 120 Volt, weil im 100 Volt Bereich ist die Röhre jetzt komplett erloschen und sie zündet aber wieder bei 150, da wahrscheinlich durch das verdampfte Quecksilber noch genug Ladungsträger vorhanden sind, dass die Röhre jetzt wieder relativ zügig zünden kann. Ich gehe mal davon aus, wenn sie wieder abgekühlt ist, wird die Zündung wieder schwieriger werden. Gut, dann muss ich gerade noch mal parken. Bei dieser Röhre gibt es auch wenig Informationen. Auf dem Sockel steht geschrieben 210 bis 230 Volt bei 0,2 Ampere. Und auch hier versuchen wir mal 50 Volt, 100 Volt, 150, 200, hat gezündet, sogar richtig gepolt. Wir stellen auch hier die Spannung auf 220 Volt ein. Dann kommt Fokus. Bis 220 passt somit. Die Röhre liefert auch die 19,8 mA. Und man sieht, im Inneren, in der Mitte ist die Graphitanode und außenrum ist die Kathode. Die belegte Leuchtschicht wächst, umso mehr Strom fließt. Also wenn die Röhre komplett gesättigt ist mit 200 mA, ist die Kathode komplett mit der Leuchtschicht belegt. In diesem Fall ist es natürlich jetzt nur ein kleiner Ring, weil es fließen nur knapp 20 mA. Also die Röhre ist jetzt nur mit einem Zehntel von dem belastet, was sie kann. Dieser hat keine Quecksilberfüllung, das ist eine reine Edelgasfüllung und auch hier tippe ich auf wahrscheinlich Helium-Neon. Da ich kein Datenblatt habe, ist es jetzt rein spekulativ. Die Röhre ist auch ziemlich schwer. Einen kleinen Nebengag. Die Fassung der Röhre ist gezackt, um ein selbstständiges Rausschrauben in der Fassung zu verhindern. Die dazugehörige Fassung hat, wie gesagt, ebenfalls einen kleinen Keil, der gedrückt werden muss, um die Röhre rausschrauben zu können, als Sicherung. Hier ist auch, sehe ich gerade die technischen Daten sichtbar, sofern der Fokus mitspielt. 0,2 Ampere
bei 210 bis 230 Volt. So, machen wir mal weiter mit den Bienenkorb Anzeigeklebenlampen, in diesem Fall eine von Osram. Und diese hat auch eine Warnung. Und diese Warnung besagt, dass diese Bienenkorbklebenlampe über keinen eingebauten Schutzwiderstand verfügt und dass diese nicht direkt an der Netzspannung betrieben werden darf. Zur Beachtung. Das ist wie gesagt der Originalkarton. Das ist die eingeschraubte Klebelampe. Man sieht, sie ist praktisch gleich aufgebaut wie die Klimmgleichrichter-Variante, außer dass natürlich keine dedizierte Anode existiert, sondern beide Wendungen im Bienenkorb sind identisch. Das Ganze tun wir jetzt mal befeuern mit 50 Volt, 100 Volt. Da die Röhre jetzt schon zündet, gehe ich davon aus, dass sie für 120 Volt oder 110 Volt ausgelegt ist. Die Kampfbeleuchtung nervt. Man sieht jetzt die zwei Windungen. Eine ist natürlich jetzt positiv und eine ist negativ. Die negative leuchtet. Daher hat der Betrieb jetzt in der Gleichspannung erfolgt. So, wir haben noch eine andere Klimmlampe, also Bienenkorb-Klimmlampe. Muss ich wieder kurz parken. Weiß nicht, ob hier ein Widerstand eingebaut ist. Auch weiß ich nicht den Hersteller. 50, 100, auch eine 100 Volt. Also für wahrscheinlich 110, 115, 120 Volt. Hier ist aber eine der Pole ist asymmetrisch. Das würde daraus schließen, dass es auch eine Gleichrichterröhre ist oder eine sein sollte. Ist leider auf dem Sockel nicht angegeben. Also
sonst macht die asymmetrische Anordnung keinen wirklichen Sinn. Fließen jetzt 6 mA. Noch mit demselben Lastwiderstand, also 4,7 Kiloohm. Bei, wo sind wir? Hoppla. Bei ungefähr 110 Volt. Was dann die Theorie stützt, dass es eine Klebenlampe für die 110-115 Volt Bereich ist. Gut. Oder Klimmgleichrichter, weil wie gesagt die Anordnung der Elektroden ist asymmetrisch. Steht leider nur nirgendwo geschrieben. Dritte Röhre im Bunde. Fünfzig, 100. 150, 200, also 220, um genau zu gehen. Ne, ein bisschen mehr, weil anscheinend weniger Strom fließt. Oder ich habe den Einsteller verdreht, auch möglich. Gehen wir auf 220 zurück. Und es fließen 6,6 mA. Die Klebenlampe leuchtet symmetrisch. Also ist es eine Anzeigeröhre, Entschuldigung, Anzeigeklimmlampe und kein Klimmgleichrichter. Diese Bienenkorb-Anzeigen wurden unter anderem nicht nur als Anzeige benutzt, sondern auch zur Synchronisation von Generatoren, weil durch die Anzeige mit einem nicht synchronisierten Feld würde jetzt die Röhre zum Blinken bringen, also zum Blinken oder zum Flackern, sagen wir es mal so, weil nämlich die beiden Phasen der Generatoren nicht identisch sind, weil jetzt natürlich Querstrom fließt. Und erst wenn beide Phasen der Generatoren exakt identisch sind, erlischt die Röhre, weil kein Querstrom mehr fließt. Und mit dieser Methode hat man damals die Kraftwerke einsynchronisiert, bevor natürlich die Anlage ans Netz ging, also ins Netz ging. Und das war der Haupteinsatzzweck dieser Bienenkorbklebenlampen. Es gab natürlich auch den Einsatz als Beleuchtung, als stimmige Beleuchtung, teilweise auch als Notbeleuchtung im Bunker, weil der Vorteil der Klimmlampe ist natürlich, dass sie mit sehr wenig Strom auskommt und somit auch in Umständen längere Zeit über einen Akkumulator betrieben werden kann. Oder in Schalttafeln als Anzeige,
da natürlich eine Klebenlampe auch sehr langlebig ist, weil es keinen Glühfaden gibt, der irgendwann mal durchbrennt nach 1000 Stunden, sondern die Klebenlampe ist relativ langlebig, sofern sie nicht überlastet wird. So, kommen wir jetzt mal zu einer richtigen Anzeigenklebenlampe für Schalltafeln. Diese ist von DGL, der Deutschen Klimmlampengesellschaft. Das ist die Originalverpackung. Das ist die Röhre und die klimmt. Also beim Schalten wird der Boden der Lampe beschaltet und wird somit hell erleuchtet. Und der Ring ist die Anode, der wird natürlich nicht beleuchtet, da diese Röhren meistens mit Gleichspannung betrieben wurden. Tun wir es mal 100 Volt, 150, 220. Und wie man sieht, ist die Polarität falsch. Das heißt, ich muss jetzt wieder mal die Polarität umdrehen. So, und jetzt klemmt die Lampe so, wie sie soll. Im Kopf ist eine leichte Linse eingebaut. Die Farbe, die man jetzt sieht, entspricht ungefähr der realen Farbe und Helligkeit. Sie zieht 4,4 mA Strom bei 220 Volt. So, gehen wir jetzt mal weiter zu den Anzeigeröhren der etwas komischen Art. Wir fangen an mit zwei Führern. Wie gesagt, die Vorstellung ist ohne Wertung. Diese Klimmlampen haben jetzt alle ihren eigenen Vorwiderstand. Das heißt, ich kann meinen Vorwiderstand jetzt entfernen. Und wir fangen an mit Kemal Atatürk. 50 Volt, 100 Volt, 150, 220.
In der Videobeschreibung sind alle Bilder verlinkt, auch die im Betrieb, weil das Filmen von den Klebelampen ist ein bisschen schwierig. Die Porträtbilder sind sehr großflächig. Ich habe jetzt die Spannung mal ein bisschen noch erhöht. Man kann ungefähr das Porträt erkennen. Produzent der Röhre und das Produktionsjahr ist leider unbekannt. Was bei diesen Porträtröhren auch etwas problematisch ist, die beiden Elemente, ich gehe noch auf die normale Beleuchtung, die Elemente in der Röhre sind nicht mechanisch stabilisiert gegenüber. Und es besteht die Gefahr, dass bei einer mechanischen, also wenn die Röhre angeditscht wird, dass die beiden Hälften Verbindungen haben und einen Kurzschluss auslösen. Das ist bei allen Röhren, die ich jetzt vorstelle, der Fall, dass die beiden Platten halt ungeschützt gegenüberstehen. Jetzt ist Herr Atatürk ein bisschen besser zu sehen. Nächste Röhre ist angeblich aus Bulgarien. Und sie zeigt Ayatollah Khomeini. Auch hier sind beide Hälften ungeschützt. Schauen wir mal, ob sie noch zündet. 50 Volt, 100 Volt, 150, 220. Das ist jetzt ein bisschen besser zu sehen. Ein Kollege hat beim Anblick dieser Röhre mal gesagt, Bart brennt. Naja. Mehr Fokus kriege ich nicht. Aber man sieht, wie die Röhre ungefähr aussieht. Machen wir mal weiter mit den nächsten Patch. Wie gesagt, das ist die Originalverpackung. Also ich weiß nicht, ob es die Originalverpackung ist, aber in diesen Verpackungen habe ich die Röhre bekommen. Steht drauf Made in Bulgaria. Wie gesagt, Fragezeichen. Produktionsjahr ist auch unbekannt.
weiter. Die jetzt vorgestellten Röhren wurden in Hausaltären benutzt. Unter anderem diese hier. Das ist eine amerikanische Röhre für 120 Volt. Also sollte jetzt relativ zügig zünden. Ebenfalls mit eingebautem Vorwiderstand. Genau, hat bei 100 Volt schon gezündet. Wieder diese Röhren wurden natürlich mit Wechselspannung betrieben. Das kann ich jetzt mal simulieren, da die Röhre ja einen internen Widerstand hat, indem ich jetzt hier am Neuberger die Gleichspannung ersetze durch die Heizspannung und ich die Röhre jetzt über die Heizspannungsquelle mit 120 Volt heize, in Klammern, und jetzt habe ich natürlich meine 50 Hertz Wechselspannung und den Effekt, dass die Kamera mit 60 Hertz filmt und das Ganze natürlich jetzt flimmert. In der Realität ist dieses Flimmern nicht zu sehen, aber beide Teile des Symbols leuchten gleichmäßig, weil für das Auge natürlich die 50 Hertz Spannung abstellen, die Kamera parken, die nächsten drei Röhren sind auch mit Vorwiderstand, und sind für 220 Volt. Heißt, dass ich jetzt die Heizspannung vom Neuberger ganz ausfahre. Da es aber doof aussieht, würde ich vorschlagen, wir gehen wieder auf die Gleichspannung zurück. Mal hier wieder auf Anode und KW. Kathode. Auch hier ist das Symbol nicht mechanisch entlastet, also es besteht Gefahr, wenn die Röhre aufditscht, dass es einen Kurzschluss zwischen den zwei Platten gibt. Das kommt im Fokus nicht mit.
den nächsten zwei Röhren habe ich noch die Originalpackungen. Die Packung habe ich vergessen zu zeigen. Es leuchtet jetzt natürlich nur eine Platte, weil natürlich eine Gleichspannung anliegt. Zur Info, bei 220 Volt fließen 5,8 Ampere. Entschuldigung, 5,8 Milliampere. 5,8 Ampere wäre ein bisschen too much. Auch für die RGN 1064, die im Neuberger drin ist. So, dann haben wir jetzt die vorletzte Röhre. Dies ist mit einem erhabenen Symbol. Das ist die Originalverpackung. Bei 220 Volt 8,8 Milliampere. Das ist jetzt kein Statement, das ist ein Messwert. Und so sieht das Ganze aus. Ach ja. Ein bisschen besser. Aber man kann es erkennen. So, das waren alle Klimmlampen. Es gibt jetzt noch ein Bonus-Level, nämlich eine Kohlefadenlampe von Osram mit 150 Watt elektrischer Leistung. Im schlimmsten Fall schicke ich jetzt in den IOL, weil der Kohlefaden ist sehr empfindlich. Man
Man sieht, dass die Glühbirne schon vom Innen sehr stark geschwärzt ist, weil Material abgedampft ist. Und da der Neuberger nicht genug Leistung hat, um die 150 Watt bei 220 Volt zu liefern, gehen wir jetzt rüber ins Arbeitszimmer an Stelltrafo und fahren die Glühbirne mal hoch. Dann bis gleich. Das ist jetzt, glaube ich, die Premiere vom Stelltransformator. Wie gesagt, die Glühbirne ist von innen schon geschwärzt, wahrscheinlich durch das abgedampfte Material vom Kohlefaden. Der Kohlefaden selbst ist relativ schlecht zu sehen. Dann lösen wir das Problem mal und befeuern das Ganze mal mit dem berühmten roten Schalter. Bin bei 50 Volt. Man sieht schon jetzt ein leichtes Glühen. 80, 90, 100. Zehn, 20, 30, 40, 150. Sechzig, 70, 80, 90, 200. 210, 220. Die Röhre ist eigentlich trotz 150 Watt elektrischer Leistung sehr dunkel. Ich würde jetzt hier mal sagen, ein Äquivalent von einer 25 Watt Glühbirne, wie man sie früher in Hausgängen als Pseudototenbeleuchtung benutzt hat. Entschuldigung. Also das ist eine kleine Funzel. Man spürt, wenn man eben dran sitzt, die 150 Watt Wärmeabstrahlung sehr deutlich, aber was an Licht rauskommt, ist schwach. Wenn man die Glühbirne leicht wackelt, sieht man auch, dass der Glimmfaden auch wackelt. Das heißt, diese Glühbirnen sind sehr schnell gebrochen, weil natürlich der Kohlefaden sehr instabil war und sehr brüchig, besonders im Betrieb. Deshalb versuche ich jetzt, die Lampe nicht aufzuditschen. Pumpstutzen
und die Befestigung. Um jetzt wieder zum Röhrenthema zurückzukommen, Glühbirnen und Röhren wurden anfangs auf denselben Maschinen produziert. Deshalb war der optische Vergleich meistens berechtigt, weil es kam wirklich aus denselben Maschinen. Insofern, ich bedanke mich dann für die Aufmerksamkeit. Heute war es ein bisschen improvisiert. Und bis zur nächsten Woche.